Mach dein Scheiß! Mach dein Scheiß, Wohnung! Ah! Oh, weißt du was? Was zu sagen? Der andere ist endlich aufgewacht. Dann können wir direkt weitermachen. Ich hoffe, du redest ein bisschen mehr als dein Kollege. Ihr arbeitet für die Hamadis, richtig? Arbeitest du für die Hamadis? Ich mach das! So, mein Freund. Ich glaube, dein Kumpel da, der redet nicht gern, ne? Aber vielleicht bist du ja ein bisschen schlauer. So Kanaken muss man erstmal richtig durchnehmen, bevor sie reden. Ihr seid doch die Läufer für die Hamadis, hä? Und du, Hurensohn? Magst du es auch, so richtig durchgenommen zu werden? Hä? So richtig gefickt zu werden? Hey, Nico. Was? Was? Soll ich ihn zum Reden bringen? Ich mach das. Ich mach das. Pass mal auf. Wir wissen, dass ihr für die Araber arbeitet. Also erzählst du uns jetzt alles, was du über Toni und Abbas Hanani weißt. Ist das klar? Ist das klar? Also, wo holt ihr die Päckchen her? Wo liefert ihr hin? Jetzt mach dein verdammtes Maul auf! Wo holt ihr die scheiß Päckchen ab? Gut. Gut. Ihr gehört noch nicht zur Familie, hä? Du solltest besser mit uns reden, vielleicht. Gut. Haben wir einen Job für dich. Gut. Gut. Pass mal auf. Ihr scheiß Kamelficker. Arbeitet jetzt besser für uns. Verstanden? In Berlin spricht man immer noch Deutsch. Also, was weißt du? Was weißt hey. Du? Was? Hä? Hey! Hey! Zurück, Alter! Das war ein Fehler, Kanacke. Hör zu abhauen, hä? Du glaubst so, du kannst dich hier einfach verpissen, oder was? Der glaubt, man kann sich hier einfach verpissen! Du magst es wohl ein bisschen härter, hä? Ich glaube, du musst dir so ein bisschen Respekt beibringen, hä? Ist es so? Was? Wir sehen uns wieder, du Scheißkanacke! Hey, Hurensohn! Schöne Grüße an Toni und Abbas.